Hallöchen Leute, Finaltag, Val di Sol. Es geht ab, 5 Minuten startet das Training. Strecke, wie gestern schon gesehen oder die Tage gesehen, am Limit. Und was jetzt ein bisschen schlimm ist, ist, mein Regenradar zeigt so auf 13, 13.30 ein bisschen Regen. Ich hoffe, es kommt nicht, weil würde die Strecke wahrscheinlich unfahrbar machen. Mal schauen. Es wird, wie es wird. Also, mein Plan jetzt ist im ersten Lauf wie immer easy reingrooven plus nach Regenlinien Ausschau halten. Das ist, glaube ich, wichtig, dass ich schon mal schaue, wenn es nass wird, dass ich woanders fahre und dann zweite Abfahrt ein bisschen Druck machen. Ne? Thank you.
Tag. Der Gwin ist ganz oben rumgefahren. Der ist vorhin, der ist nicht durch das Loch durch, sondern der ist ganz geschmeidig oben rumgefahren. Ah! Das ist vielleicht nur mal als Tipp, weil das war total auffällig, dass der ziemlich weit nach oben angesetzt hat und ist dann richtig geschmeidig durchgefahren. Wir haben schon drei oder vier Sachen von. Ah ja. Dankeschön. Ab, bin ich auf dem Weg nach oben. Training war eigentlich ganz okay. Wie gesagt, erste Abfahrt bloß alles angeschaut, zweite Abfahrt sektionsweise Gas gegeben, sich stellenweise auch gar nicht so schlecht angefühlt. Frauen nehme ich gerade. Jetzt geht's ab, genau. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen verwirrt, ist, dass schon die ersten Tropfen an der Gondel sind. Und ich hoffe, dass es hält. Drückt die Daumen. Es regnet jetzt wirklich ein bisschen. Nicht bloß ein bisschen. Ich kotze ab. Reicht halt schon, wenn die Steine und Wurzeln ein bisschen hier oben nass sind. Thank you.
Go Fischi! La partenza di Johannes Fischbach, mentre in Trozzi si avvia al secondo intermedio. Dalla vista si le Français Valentin Chatané dell'equipe Scott Manigund shot. Nuno Reis, 357-38. That places him in 7th place. For Johannes Fischbach aus Deutschland, Platz 8, 8th place. And he is... going to cross the line here. It's going to be better than 8 though. As he goes by in 7th place, 357. That's 7 for Johannes. Fischbach chiude settimo. Dio Lucas per il momento creditato del terzo migliore, 3.50. Still, can he hold on to the driver's seat? The US fan, the Adam Green, classe 87. Das Rennen ist vorbei, ich bin am Ende 25. geworden, wo es ein Top-Ergebnis ist. Ich bin zwar in meinem Lauf, ganz ehrlich gesagt, ganz schön eingegangen. Ich habe wirklich probiert zu setzen. Beim Hochfahren war ich fast ein bisschen ängstlich, weil es beim Hochfahren geregnet hat. Hat dann aber beim Warm-up wieder aufgehört und die Strecke war eigentlich nur Waldeingang ein bisschen glatt, also der Rest war alles gut. Später hat es bei den anderen auch noch mal kurz angefangen, hat dann auch wieder aufgehört. Die letzten Fahrer haben Top-Bedingungen gehabt. Also overall super zufrieden mit 25. Platz jetzt am Ende der Saison. Ich glaube, war Top-Rennen für alle Zuschauer. Und die Saison ist vorbei. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Nix. War ein cooles Rennen. Danke Team, danke alle, die immer geholfen haben. Danke, die alle immer helfen, weil alleine wird es nicht gehen. Deshalb bis zu den nächsten Videos. Ciao. Marc, sag ciao. Sag ciao. Sag ciao. Sag ciao. Hä? Sag einfach ciao. Ciao, ciao. Ciao.